Heute geht es darum, NoFap zwingt dich dazu, aus deinen Fehlern zu lernen. Solltest du dir meine Wasser-Playlist noch nicht angeschaut haben, unbedingt mal reinschauen. Ich werde sie dir hier oben verlinken, damit du deinem Testosteron und deiner Gesundheit endlich etwas Gutes tun kannst. Wenn du dich dazu committest, nie wieder Hand anzulegen, nie wieder irgendwelche Filme zu schauen, dann bist du dazu verpflichtet, erfolgreich zu werden, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Das bedeutet, entweder du schaffst es, an dir zu arbeiten, dich zu verbessern, die Fehler, die du gemacht hast, zu analysieren und besser zu werden, oder du heulst halt die ganze Zeit rum, gerätst in dein Opfer-Mindset rein und fällst dann so ein bisschen mehr in die Richtung Black Pill. Und genau das möchte ich halt, dass das nicht mit meinen Zuschauern passiert, sondern ich möchte, dass wir die Red Pill verstehen und verinnerlichen und dass wir die nutzen, um besser zu werden, um aus unseren eigenen Fehlern zu lernen. Und ja, ganz einfach angepasst zu werden. Ja. It's the survival of the fittest. Ja. Nur die, die sich am besten anpassen können, sind auch die, die die meisten Erfolge haben. Und genau deswegen, das ist NoFap. Das zwingt dich dazu, erfolgreich zu werden. Weil wenn du es nicht schaffst, erfolgreich zu werden und immer wieder dieselben Fehler machst, wirst du dich nie wieder fortpflanzen. So. Weißt du, wie ich meine? Und genau das ist halt der Punkt. Das ist halt so ein Mindset, was dich wirklich zwingt, erfolgreich zu werden. Und was auch ein wirklicher Booster sein kann. Nicht nur für den Bereich Frauen, sondern für den Bereich Männlichkeit. Für alle anderen Bereiche auch, weil die natürlich mit einhergehen. Es geht ja auch um Training, um Business, um Kontakte, um Freundschaften und so weiter. Und genau deswegen bin ich der Meinung, dass NoFap dich immer wieder dazu zwingt, aus deinen Fehlern zu lernen. Und das ist das, was die meisten Männer auch nötig haben. Was bringt es dir, wenn du den Fehler immer wieder machst und dann keine richtige Konsequenz daraus bekommst, weil du kannst dich ja mit deiner Hand die ganze Zeit fortpflanzen. So, weißt du, wie ich meine? Dann musst du auch gar nicht aus diesen Fehlern lernen. Aber wenn du dich committest und sagst, ich gehe auf NoFap, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als aus deinen Fehlern zu lernen. Natürlich kannst du auch auf einen sehr langen Retention Streak gehen. Kannst du natürlich auch machen, dass das nicht für die meisten, ich rede mal jetzt von, sagen wir mal, so 98%, die werden das nicht ihr Leben lang dauerhaft machen. Für die meisten heißt das dann allerdings, aus den Fehlern lernen, selbst optimieren, verbessern und ja, sich verändern. Ja, und das ist halt einfach der Punkt, den du dir zunutze machen kannst, wenn du auf NoFap gehst. Und natürlich hast du auch noch so viele andere Vorteile, ne, von mehr Testosteron, mehr Fokus, mehr Drive und so weiter. Aber das ist einfach die Mentalität, wo ich der Meinung bin, dass sie den meisten Männern nützt. Und das ist auch das, was die meisten Männer nötig haben. Deswegen, liebe Männer, geht endlich auf NoFap. Vergleicht euch nicht mit anderen. Vergleicht euch nur mit euch selbst. Wie ist es in der Vergangenheit gelaufen? Wie läuft es jetzt? Und wie kann man es schaffen, noch besser zu werden? Und ich bin auch der Meinung, dieses Jahr, fang erstmal an mit einmal die Woche, dann einmal alle zwei Wochen und dann einmal im Monat ist Schwachsinn. Ja, geh all in, committe dich und hör auf mit, ja, dann mache ich einmal, Digga? Lass es einfach komplett sein. Und konzentriere dich darauf, dich selber zu optimieren. Ja, konzentriere dich darauf, dich selber zu optimieren und besser zu werden, aus deinen Fehlern zu lernen und dich halt nur fortzupflanzen, wenn es von Natur aus quasi gerade auch vorgesehen ist. Und sonst kannst du es halt nutzen, um auf einen längeren Retention Streak zu gehen. Das hat auch viele Vorteile. Aber das ist auf jeden Fall der Punkt, den ich nochmal an euch appellieren will. Ja, dass ihr auf jeden Fall Minimum auf NoFap gehen solltet. Und auch mal natürlich auf den ein oder anderen etwas längeren Retention Streak. 90 Tage sollte jeder Mann in seinem Leben einmal wenigstens geschafft haben. Das auf jeden Fall auch. Aber das ist nochmal so ein Punkt, wenn man sich das bewusst macht. Du hast jetzt die Möglichkeit, entweder du entscheidest dich dafür, aus allen deinen Fehlern zu lernen, besser zu werden und zur besten Version zu werden. Oder du hast die Möglichkeit, aus deinen Fehlern eben nicht lernen zu müssen, dich immer wieder abzulenken, das zu verdrängen und in eine Abwärtsspirale zu fallen und dich selbst zu betaisieren. Welche der beiden Möglichkeiten nimmst du? NoFap oder eben nicht NoFap? Das ist die Frage, die du dir jeden Tag aufs Neue stellen solltest, wo du dich jeden Tag aufs Neue entscheiden solltest. Und wenn du das machst, dann läuft es auf jeden Fall auch besser. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Schau gerne unten in die Beschreibung rein. Der erste Link, dort findest du mein Buch. Da kannst du nochmal nachlesen, was für mich praxisorientiert notwendig ist, um vom Beta zum Alpha zu werden. Und da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial mit drin versteckt. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video.